Hallo an das Jungfrau-Kollektiv. Es ist Zeit, in die neue Woche reinzuschauen. Aber es gilt natürlich, es ist eine allgemeine kollektive Legung und kann nicht mit jedem 100% resonieren. Vielleicht passt auch nur ein kleiner Teil. Wir haben die 9 der Münzen. Hier wird dein Geschick gefragt. Hier geht es darum, verborgene Talente zu entdecken und natürlich auch Ergebnisse des Schaffens zu erzielen. Ja, verborgene Talente, nicht nur in beruflicher Natur. Manchmal kann es auch gut sein, dafür ein bisschen Gespür an den Tag zu legen. Denn die Kelchkönigin steht für Schönheit, für Zärtlichkeit, dafür ehrlich zu sein. Und natürlich auch mit ihrer sanften Art Weisheiten rauszuschmettern. Ja, die 2 der Münzen stehen hier auch für Verhandlungen, für einen Wandel. Sie stehen darauf, dass du wieder den Dingen mehr Fokus geben darfst, die dich gerade beschäftigen. Denn es möchte ja gerne ein Ergebnis erzielt werden. Das geht nur, wenn der Fokus da ist. Die 5 der Münzen signalisieren hier nämlich einen Mangel. Kann finanzieller Natur sein. Kann aber bedeuten, dass du hier Hilfe benötigen könntest. Ja, natürlich ist es die Karte der Armut in Anführungszeichen, aber wie gesagt, das ist eben da das, was passiert, wenn den Dingen kein Fokus geschenkt wird. Also solltest du hier vielleicht einen finanziellen Mangel haben, dann wäre es gut, jetzt wieder in Aktion reinzugehen. Ja. Fokussiere dich auf das, was wichtig ist und lass das Unwichtige erstmal heraus. Konzentriere dich auf deine Weisheiten, nutze diese Weisheiten. Ah, sehr schön. Und bringe hier wieder etwas mehr Eifer, ja, Temperament ins Spiel. 9 der Stäbe heißt nämlich Ängste abbauen. Du hast hier viele Möglichkeiten, das sagt diese Karte auch, und die solltest du anfangen zu realisieren, damit hier Fülle reinkommen kann. Das sieht wirklich sehr danach aus, als wenn hier wirklich eine Altlast wäre. Vielleicht könnten auch Schulden eine Rolle spielen, ja, dass diese jetzt nach und nach abgebaut werden. Und ich sag mal so, wenn du dich kümmerst, dann ist das möglich. Wenn du dich nicht kümmerst, dann wächst der Berg natürlich und dementsprechend sind die Ängste natürlich auch ein bisschen größer, ja. Es liegt an dir, was du daraus machst, ja? Die 6 der Münzen, die sprechen für Ausgeglichenheit. Die sprechen auch von Entspannung, von reinkommendem Luxus. Nichtsdestotrotz solltest du darauf achten, nicht gleich alles auf den Kopf zu hauen. Denn wie gesagt, es sieht so aus, als wenn hier etwas ist, was ja finanziell auf jeden Fall möglicherweise längerfristig noch eine Geschichte sein könnte. Hol dir sonst auch Hilfe, ja. Das muss jetzt nicht per se das Thema Schulden sein, das kann aber auch generell ein Problem sein mit den Finanzen zu haushalten, sodass da vielleicht mal ein Profi, ja, einen Tipp geben darf. Aber auch dafür musst du halt etwas investieren. Die 7 der Schwerter sagen, dass jetzt dein Geschick gefordert ist. Dass du gefordert bist, dich quasi aus diesem alten Trott, man muss es fast so sagen, wie es ist, zu befreien, um vorwärts gehen zu können. Es geht darum, auch mal ungewöhnliche Ideen zu nutzen, vielleicht Wege zu gehen, die du vorher nicht gegangen bist, aber die dir dienlich sein können. Denn es wird hier mit den 10 der Schwertern ein notwendiger Schlussstrich gezogen. Und die 10er Schwerter kündigen auch das Ende eines Tiefpunktes an. Das heißt, du bist aufgrund des Wandels hier in der Lage, aus deinem möglicherweise finanziellen Mangel herauszukommen. Und du wirst es hier auch schaffen, einen Schlussstrich zu ziehen. Bleibe in der Energie der Tatkraft und nutze, wie gesagt, die Weisheiten. Die 6 der Kelche, die sprechen davon, dass du aus alten Erinnerungen heraus wieder neue Energie ziehen kannst, um zurück in die Freude zu gelangen. Vielleicht in eine Zeit, bevor
dieser Mangel eine Rolle gespielt hat. Stell dir vor, wie es war, bevor, egal welcher Mangel das ist, es muss jetzt nicht finanzieller Natur sein, es kann natürlich auch gefühlsmäßiger Natur sein, gar keine Frage. Für mich fühlt sich das aber eher an wie finanzieller, tatsächlich finanzieller Mangel. Erinnere dich daran, wie frei du warst, als das Problem noch nicht vorhanden war. Und vor allen Dingen, finde heraus, was möglicherweise der Auslöser war. Wenn du den Auslöser kennst, dann kannst du auf jeden Fall alles dafür tun, dass es nicht nochmal passiert. Natürlich gibt es auch unerwartete Situationen wie ein plötzlicher Jobverlust, gar keine Frage. Aber das ist auch wieder ein Weg der Verbesserung, um einfach zu erkennen, gut, okay, ich bin den Job zwar los, aber du kannst alles dafür tun, um einen neuen zu bekommen. Ja, um nicht wieder in diesen Mangel hereinzugehen, dich nicht, ja, fallen, dich nicht selber nicht aufgeben. Gib dich selber nicht auf. Es gibt immer Mittel und Wege, um aus Schwierigkeiten herauszukommen, wenn du den Fokus wieder bekommst. Schöne neue Woche.